Ich würde nochmal ein Video machen, und zwar zum Thema Berlin. Und zwar geht jetzt so eine Propaganda rum, dass wir gewarnt wurden, auf die Reichstagswiese zu gehen in Berlin. Das stimmt schon mal gar nicht. Als wir da ankamen, waren nur schadenlos Info zu sehen, so. Keine Berliner, da war wirklich gar nichts. Jetzt frage ich mich bloß, ob das überhaupt organisiert worden ist von schadenlos. Oder ob das nur so eine False Flag war oder so. Also keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Sicherlich haben wir Platzverweise gekriegt, aber für mich sah das aus, als ob das vornherein gesprengt worden ist von irgendeiner Organisation, wie das in Meißen damals war mit Ingo Köth. Wir sind da angekommen und war nur Staatsschutz da. Wenig Polizei, mehr Staatsschutz und das Ding wurde eben halt aufgelöst, so, ne? Was ich mich jetzt frage oder mal fragen will an die GG 146 oder an Stadenlos, keine Ahnung, wer das war, gab es auf der Wiese hinterm Reichstag schon wieder die erste Konfrontation mit Teile und Herrsche. Und zwar war das dann so, dass Stadenlos wo gesagt hat, die Stadenlos-Leute sollen dahin und die Reichsdeppen sollen dahin. Jetzt fragt sich aber nur die Frage, wen gehört das Reichsdeppenforum? Also ich habe so einen kleinen Verdacht, so, dass das auch diesen Leuten gehört, weil die wollen ja mit Reichsdeppen nichts zu tun haben. So. Das sind immer halt so die Fragen, die ich mir stelle dabei. Unter anderem sind die Stadenlos mit G646 total untereinander verstritten. Das ist mir auch schon wieder so suspekt. So. Herr Klaassen stellt sich hin, fährt nach Russland und kommt mit mündlichen Propaganda wieder, aber keine festen Beweise. Also ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. So, ne? Das kann ja ruhig jeder wissen. So. Und dieses Teile und Herrsche, was ich auf der Wiese mitgemacht habe, finde ich unter aller Sau. Ne? Da sind Leute beleidigt worden von Staatenlos und das haben die mir auch gesagt. Des Weiteren wurde erzählt, nachdem wir weggeschickt worden sind, dass die Bahnhöfe komplett von Polizei überwandert waren in der Umgebung, Leipzig und so. Aber ich habe andere Informationen von Leuten, die auch daherkamen, so dass nicht ein Bulle da stande. Auch hier in Dresden war nicht ein Bulle zu sehen am Bahnhof, außer vielleicht zwei, drei Hampelmänner, die da immer stehen. Das sind so eine Sachen, die ich nicht okay finde, dass man so eine Scheiße rumerzählt, weil es einfach nur mal Tatsache ist. Ja, die hätten ja, wenn es ein Volksaufstand gewesen wäre, hätten die alle Bahnhöfe zumindest im Umkreis von 5, 6 Stunden Autofahrt hätten die abgeriegelt, frontal so. Ne? Für mich sieht das aus, als ob das hier ein Fake war, ein kompletter Fake in Berlin. Also es deutet alles darauf hin, so, ne? Und das, was propagiert worden ist, dass die Bahnhöfe unterwandert waren von Polizei, das kam von Stadenlos direkt selber. Das haben die uns gesagt, da gibt es auch Zeugen von so, was ich aber abgestritten habe, weil es gar nicht mal an dem war, so. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, mach mal Pause. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, Herr Klaassen stellt Videos ins Internet. Macht sich da in Russland, quatscht da rum in den Videos über Russland, dass sie uns befreien werden und so, aber kommt jedes Mal wieder ohne Beweise, so, ne? Also, mündliche Formalitäten, so, also, darauf kann ich auch scheißen und ihr bestimmt auch, so, ich will was Schriftliches sehen. Des Weiteren wurde mir auch erzählt und meiner Frau, dass Stadenlos überhaupt keine Kohle hat, so, dass sie noch nicht mal Strom haben in der Hütte und so. Aber ein dickes Auto da zu sehen war, mit dem sie rumgefahren sind, das sind schon wieder Sachen, so, die passen mir nicht so. Des Weiteren möchte ich hinzufügen, dass die Stadenlos-Info-Seite ziemlich gut organisiert ist, also vom Seitenaufbau und so. Also das sieht mir nicht so aus, als ob die Organisation Stadenlos keine Kohle hat. So, ne? Was ich mich nur frage ist, wer ist Herr Klaassen und was ist seine Aufgabe von Herrn Klaassen? Wenn ich jetzt eingebe stadenlos.info, komme ich auf den ihrer Seite und wenn ich GG 146 eingebe, komme ich genau auf dieselbe Seite. So, ne? Das sind so eine Sachen, was sind die? Also, Herr Klaassen, ich möchte von Ihnen eine Antwort haben. Und das schreibe ich schon seit Tagen ins Netz so, ne? Und es kommt nichts, ja? Es kommen nur irgendwelche Sachen so, dass sie sich präsentieren in den öffentlichen Medien der europäischen Länder so. Aber irgendwie scheint da nichts zu laufen, so puffermäßig so, ne?
Dann habe ich mir überlegt, was soll es bringen eigentlich, ja, wenn man dieses umsetzt komplett, wenn auch die Bevölkerung für, sag ich mal, nicht Bescheid weiß. Das heißt ja, normalerweise könnte man das umsetzen, wenn die Masse es wissen würde und das auch akzeptieren würde. Aber wenn die Masse das nicht akzeptiert, ist es wieder schon nicht mehr demokratisch. Ja, schon mal als Ding so, ne? Das Deutsche Reich umsetzen kann man ja auch nicht, wenn die Masse verblödet ist, ne? Und das sind so eine Sachen, wo ich mir eben halt den Kopf mache, so, ne? Das sind so eine Dinge, so. Also Deutsches Reich, alles gut und schön, aber die Umsetzung, wer soll es denn machen? Wer soll Reichskanzler denn machen? Wer soll es machen? Es gibt doch gar keine Alternative, ne? Die Sache ist nur so, ich sehe das und das habe ich auch mit einem Anwalt besprochen, der auch bekannt ist. Der meinte auch zu mir, dass das völliger aller Humbug ist. Man müsste eigentlich das System, was wir jetzt haben, komplett zerstören. Das heißt, wenn das komplett zerstört ist, müsste man was Neues aufbauen. Aber so radikal jetzt so irgendwas umzusetzen, wo der Mensch keine Ahnung hat, finde ich einfach mal absurd so, ne? Also ich muss sagen, wenn ich von einer Organisation, wo ich viel gehalten habe, von Staatenlos zum Beispiel, belogen werde, zum Beispiel die Sache mit den Bahnhöfen und so, und das mit der Reichstagswiese, dass wir da nicht hin sollten, dann finde ich das Propaganda, ne? Also ich bin da hingereist, in der Zeitung stand Volksaufstand, das war es ja dann auch nicht. Also ich möchte, hier stehen auf jeden Fall viele Fragen offen und an Herrn Klaas möchte ich jetzt bitte wenden. Hier warten viele Leute drauf, dass sie eine Antwort bekommen. Selbst wenn ich irgendwas organisiere und das geht in die Hose, dann hätte ich als Organisator zumindest mal ein Video rausgebracht, was so Fakten auflegt, was das hinterlegt. Zum Beispiel eine Entschuldigung würde ich gerne mal hören wollen. Oder bestimmte Antworten, warum das nicht abgelaufen ist in Berlin so. Ne? Das sind so eine Fragen, die sich jeder stellt. Und was mich auf jeden Fall ankotzt, ist dieses. Wie soll ich sagen, dass da Leute von Staatenlos beleidigt worden sind? Und das ist schon mal unterste Schublade. Ne? Entweder wir haben alle ein Ziel und verfolgen dieses Ziel auch, aber dieses Teile und Herrsche zwischendurch, das geht mir ziemlich auf den Puffer, das muss ich mir mal sagen. So, ne? Also, selbst ich hatte Flyer mitgebracht aus Dresden, wo jetzt drin stand, dass jede Partei eine Firma ist, eingetragen mit DANZ-Nummern und so. Da war zum Beispiel ein Passant in Berlin, das ist mir auch aufgefallen, der wollte sich von mir einen Flyer nehmen und staatenlos aber dann gleich gesagt, nee, nee, nicht das, das hat sie erstmal gar nicht zu interessieren. Ja, also warum kann er sich nicht frei entscheiden, für was er sich interessieren möchte? Das sind so eine Sachen, die kotzen mich richtig an bei Staatenlos, ne? Und jetzt kommt mir das so vor, als ob wir irgendwie sich alle nur wichtig tun und so weiter und so fort, wegen den öffentlichen Medien, TV-Sendern, die da sind und so. Es bleibt auf jeden Fall spannend und viele Fragen sind offen. Und das wollte ich hier nochmal klarstellen, so, dass die einfach mal die Fragen, die die Leute haben, beantwortet werden. Und das entweder zu Protokoll oder per Video oder keine Ahnung was. Aber ich warte da schon seit Tagen drauf. Und es geht auch rum bei Facebook. Und ich bin einfach mal gespannt, was Herr Klaassen zu der ganzen Scheiße zu sagen hat. Ne? Also wenn diese Organisation Staatenlos und GEG und 146 sich untereinander schon splitten, dann sind die doch den Leuten von der Organisation und uns eine Rechenschaft schuldig. Also warum nicht miteinander, warum spalten? Das bringt alles auseinander wieder so. Und das ist das, was ich und die Leute halt nicht verstehen. So, man kann das auch nicht verstehen. So, dass man das von Staatenlos, dieses Deutsche Reich auch haben wollen, einfach auch mal gesagt wird, mit Reichsdeppen haben wir nichts zu tun. Also das wäre so eine Aussage, da könnte ich echt reinschlagen. So, ne? So, und das wollte ich einfach nur mal loswerden hier. Habe ich jetzt noch was hinzuzufügen? So, naja, ich sag mal so, eine Wahl haben wir wieso nicht. Jeder Mensch, ich weiß auch nicht, warum immer Menschen denken, Politiker sind die Veränderung. Wir sind die Veränderung. Jeder Einzelne ist die Veränderung. Warum nicht alle? Alle haben doch dasselbe Problem. Warum gehen nicht alle raus auf die Straße? Dann würden wir viel mehr erreichen. So sehe ich das jetzt zumindest, ne? Also,
wie gesagt, die ganze Scheiße, die bricht mich alles an. Jeder postet, jeder macht negative Schlagzeilen rein, weil es nur negative Scheiße gibt. Die BRD ist negativ, alles Scheiße eingestellt. So. Es ist nur eine Frage, wie kommen wir da raus? Und das geht nur mal mit der Masse, wenn alle dasselbe Ziel haben. Und vorher wird überhaupt nichts passieren. Da kann ich mich 3 Wochen vor dem Reichstag stellen oder 4 Wochen vor dem Reichstag stellen. Es würde einfach nichts bringen. Es bleibt nur eine Frage, wer ist der Staatsschutz? Ne? Also das sind so eine Sachen, ich will ja auch nichts sagen, deswegen ist es alles Vermutungen oder so, aber Vermutungen sind keine Fakten, so, ne? Das wollte ich ja nochmal loswerden. So. Und deswegen, Herr Klaasen, ich bitte Sie dringendst, uns Antworten zu liefern, weil sonst bin ich weg von euch da und distanziere mich von euch, was ich auch wieder scheiße finden würde, aber wenn es nun mal nicht anders geht, geht es nicht anders. Ne? Das sind schon mal die Sachen, so, die ich hier loswerden wollte. Ja? Schönen Gruß, danke an alle. Und danke an meine Frau fürs Film.